Herzlichen Dank, Herr Kollege Bauer. Für die Fraktion Die Freien Demokraten spricht der Kollege Müller. Die FDP hat angemeldet 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss ja langsam schmunzeln, wenn ich immer höre, mehr, mehr, mehr. Das, was am meisten mehr ist, sind die Einnahmen, meine Damen und Herren. Und das vergessen Sie immer zu erwähnen dabei. Wenn die Frau Goldbach sagt, die Ausgaben haben sich verdoppelt im Bereich des Innenressorts in den letzten 20 Jahren, ja, aber die Einnahmen haben sich auch verdoppelt, Frau Goldbach, in den letzten 20 Jahren. Das vergessen Sie dazu zu sagen und stellen das als große Errungenschaft dar. Da verschweigen Sie die Hälfte. Es geht immer so knapp an der Realität vorbei. Es geht immer so knapp an der Realität vorbei. Der Herr Bauer stellt sich hier hin und erklärt, die hätten ja 250 neue Anwärter auf der Straße. Ja, wie weit sind Sie denn in der Innenbereich beschäftigt? Sie sollten doch wissen, dass die Anwärter ausgebildet werden. Die sind eben gerade nicht auf der Straße. Und Sie wissen auch, dass von den 250 17% nachher das Studium abbrechen und gar nicht auf der Straße ankommen in 3 Jahren. Sie hätten vor 3 Jahren schon die Zahlen erhöhen müssen. Da haben wir das beantragt. Da haben wir 200 zusätzliche Anwärterstellen beantragt. Wolfgang Greilich, hier. Sie haben es abgelehnt. Sie haben es abgelehnt. Die hätten wir heute auf der Straße. Dann hätten wir mehr Sicherheit. Dann reden Sie von den Programmen gegen rechts, wo Sie noch eins draufsetzen wollen. Aber Sie setzen immer einzelne zusätzliche Programme obendrauf. Verstetigen Sie doch einmal die Arbeit derjenigen, die dort tätig sind. Sorgen Sie doch einmal dafür, dass auch das Demokratiezentrum auf Jahre hinaus planen kann. Und nicht immer in eins. Und nicht, machen Sie eben gerade nicht. Machen Sie gerade nichts. Sie machen einzelne Programme und Projekte. Die bräuchten dauerhafte Sicherheit, um auch das Personal, das Sie beschäftigen, mal dauerhaft in Sicherheit wiegen zu können, dass Sie dort weiterarbeiten können, auch in den kommenden Jahren. Meine Damen und Herren, es ist immer so halb eben dann doch vorbei, und das ist ein bisschen schade, weil es geht ja einiges in die richtige Richtung. Und ja, wir haben mehr Stellen im Haushalt. Aber die Herausforderung wird sein, dass Stellen, Herr Bauer, brauchen Sie gar nicht lachen, mehr Stellen sind eben noch nicht mehr Polizeibeamte. Wir müssen noch die richtigen Leute finden. Und wir haben erhebliche Probleme und Herausforderungen, es zu schaffen, gut qualifizierte Polizeibeamte zu finden, die die Ausbildung hier in Hessen nicht nur anfangen, sondern auch beenden und danach auch auf Dauer in Hessen bleiben. Die Zahlen der Studienabbrecher sind bei 17%. Das muss doch irgendeinen Grund haben. Da muss man doch mal drüber nachdenken. Das kann man doch nicht einfach verschweigen. Da habe ich aber eben keinen Mucks von gehört in der Rede von Herrn Bauer und auch nicht von Frau Goldbach. Wenn wir es nicht schaffen, die Rahmenbedingungen, für die Polizeibeamten, den Schichtdienst, die Wochenendbereitschaften, die dort angegangen werden, die Sondereinsätze, die gefahren werden, die Herausforderungen tatsächlich auch mit der Beförderung, wenn man jahrelang in der A10 festhängt, und das ist eine Folge der zweigeteilten Laufbahn, gar keine Frage. Aber diese Herausforderung haben wir, und auch da müssen wir Lösungen finden. Wie schaffen wir es, jemanden, der nach wenigen Jahren in die A10 befördert wird, dann aber möglicherweise bis zum Arbeitsende in der A10 bleibt? Wie schaffen wir es, hier Potenziale aufzuzeigen, Möglichkeiten aufzuzeigen, dass da auch Entwicklungschancen gegeben werden? Das gehört mit dazu. Es gehört die Attraktivität des Berufs dazu. Wir haben jetzt neue Herausforderungen, auch mit dem Lebensarbeitszeitkonto, wo neue zusätzliche Überstunden zu den 3 Millionen Überstunden, die schon vorhanden sind, all das wurde eben nicht erwähnt, nicht angesprochen wurden, die wir aber irgendwie lösen müssen. Weil wenn jemand in Ruhestand geht und eben ein halbes Jahr früher geht, weil er seine Stunden, aufgearbeiteten Stunden aus der Lebensarbeitszeitkonto arbeitet, dann müssen das die anderen Kolleginnen und Kollegen auffangen. Davon habe ich nichts gehört. Da steht auch nichts drin, dass da irgendwas aufgefangen wird. Das ist eine Herausforderung für diejenigen, die in den einzelnen Polizeidienststellen die Arbeit leisten, die für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sorgen. Dazu habe ich nichts gehört, meine Damen und Herren. Wir müssen auch die Ausbildungsbedingungen verbessern. Wer die Räumlichkeiten und die Örtlichkeiten einmal gesehen hat, der weiß, dass dort einiges zu tun ist. Das wird höchste Zeit, dass wir hier auch die Rahmenbedingungen verbessern, damit eben das Lernen für Polizei auch schon noch mehr Spaß und Freude bereitet. Und dann, meine Damen und Herren, möchte ich auch zum Thema Extremismus kommen. Und Frau Goldbach, Sie müssen es schon verzeihen, wenn Ihre Kollegen Notz und Frau Mihailic Vollgas geben auf Bundesebene, Aufklärung bis ins Detail fordern, und Sie, Mihailic, Entschuldigung, und Sie hier im Hessischen Landtag gar nichts sagen.
dann ist das schon komisch. Man kann ja in der Koalition sitzen, aber man kann trotzdem das eine oder andere Thema ansprechen, zumindest nicht schimpfen, wenn es andere anspricht. Zumindest das kann man von den GRÜNEN erwarten bei einem Thema, das früher einmal ihr ureigenes Thema gewesen ist. Deswegen, meine Damen und Herren, werden wir an diesem Thema, das wir im letzten Jahr beackert haben, aufgrund des tragischen Mordes, der uns alle betroffen hat, an dem Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke, müssen wir schauen, wo es auch unter Umständen Versäumnisse gegeben hat, wo wir auch innerhalb der hessischen Sicherheitsbehörden noch einmal Veränderungen vornehmen müssen, wo wir vielleicht auch die Handlungsempfehlungen, die es gegeben hat, aus den Untersuchungsausschüssen im Bundestag, aber auch der Expertenkommission in Hessen, noch nicht ausreichend umgesetzt haben, wo sie unter Umständen auch zu spät auf den Weg gebracht wurden. Es mögen alles Erfahrungen sein, keine Vorwürfe, muss man nicht vertiefen, aber wir müssen uns damit beschäftigen, weil wir wollen allesamt besser werden. Und wir wollen allesamt verhindern, dass es in Zukunft wieder zu solchen Geschehnissen kommt. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es gut, wenn wir uns im Innenausschuss in den nächsten Wochen uns damit weiter intensiv beschäftigen. Und das brauche ich nicht ankündigen, das haben wir schon mehrfach angekündigt. Und ich glaube auch, dass wir uns in diesem Jahr auch noch in einem eigenen Gremium intensiver und auch wahrscheinlich darüber hinaus noch damit beschäftigen werden. Und das hat auch etwas mit einem Sicherheitsgefühl zu tun, weil Terrorismus von allen Seiten, das sage ich ganz ausdrücklich, von rechts, von links, aber auch aus dem religiösen Bereich bekämpft werden muss. Das hat etwas mit subjektivem Sicherheitsgefühl zu tun, das hat aber auch etwas mit tatsächlicher Bedrohungslage zu tun. Und deswegen müssen wir alle Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern. Und da spielt selbstverständlich das Landesamt für Verfassungsschutz eine große Rolle. Und da komme ich zu einem weiteren Punkt, wo es eben knapp dran vorbei war. Ja, wir haben 42% mehr Planstellen. Wie viele davon sind besetzt, Herr Bauer? Wir haben es in der kursorischen Lesung abgefragt. Im Moment sind noch etwa 80 bis 100 Stellen davon nicht besetzt. Das heißt, es gelingt nicht, diese Stellen zu besetzen, oder es fällt sehr schwer, diese Stellen zu besetzen. Und wir haben eine kleine Anfrage gestellt, und da wurde in der Antwort ganz klar auch gesagt, man wirbt aus dem Polizeibereich Leute ab in den Verfassungsschutz. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Sie müssen doch mit diesem Problem, dass Sie den Bedarf gar nicht decken können an Beamtinnen und Beamten, umgehen. Sie können doch nicht sagen, es ist super, dass wir jetzt im Verfassungsschutz dann die Leute aus dem Polizeibereich abwerben. Dann fehlen sie aber wieder auf der Straße. Da haben Sie aber eben gelobt, da wollen Sie mehr. Also irgendwo passt es da noch nicht so ganz zusammen. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, da muss mehr geschehen, da muss es attraktiver werden im Polizeidienst. Wir müssen auch überlegen, wie wir die Ausbildung für den Verfassungsschutz weiter verbessern und ausbauen. Ja, wir arbeiten da in Ansätzen zusammen, auch mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber ich glaube, dass wir da noch erheblichen Verbesserungsbedarf haben. Und nur wenn wir diese Punkte alle gemeinsam angehen, werden wir es schaffen, in den nächsten Jahren weiterhin erfolgreich Sicherheit in Hessen gewährleisten zu können. Das ist unser Ziel. Dafür werden wir uns auch einsetzen. Da sind wir auch durchaus konstruktiv, aber wir legen eben auch den Finger in die Wunde, da wo es nicht passt. Und das sind viele Punkte, und da will ich noch kurz auf die Informationspolitik eingehen. Es ist für eine Opposition schon wichtig, das Gefühl zu haben, dass man aktiv und offensiv informiert wird, weil nur dann der Eindruck entsteht, dass wirklich ein Interesse an Aufklärung und Offenheit besteht. Und das Gefühl hatten wir im letzten Jahr leider oft genug nicht, sei es, wenn es um die Drohbriefe gegenüber der Anwältin in Frankfurt ging, sei es, wenn es um die Chatgruppen ging, informiert wurde, wenn es in der Zeitung stand, beziehungsweise kurz nachdem die Generalstaatsanwaltschaft es selbst verkündet hat. Und das, meine Damen und Herren, ist uns zu wenig. Wir brauchen hier eine offensive Herangehensweise, wir brauchen eine offensivere Kommunikation, und diese Kritik richtet sich an der Stelle auch an Innenminister Peter Beuth. Meine Damen und Herren, ich will noch eingehen auf den Bereich öffentlicher Dienst. Hier brauchen wir auch ein Attraktivierungsprogramm, weil wir schlicht und einfach insgesamt Herausforderungen haben werden, dort Fachkräfte zu gewinnen. Und dann komme ich zum letzten Bereich, das ist der Bereich der Kommunen. Nirgendwo anders hat die Landesregierung so zugeschlagen wie bei den Kommunen. Sei es das starke Heimatgesetz, das Geld der Kommunen ausgibt für die Kommunen, aber das Land sagt wie. Sei es die Hessenkasse. Sie brüsten sich hier immer mit der Hessenkasse, wie toll das gewesen wäre. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass Sie die Kommunen zwingen, ihre Schulden zurückzuzahlen, aber überwiegend mit dem Geld der Kommunen selbst. Sie können sich doch nicht hinstellen und sagen, das sind Leistungen des Landes. Im Übrigen machen Sie genau das, was Sie dem Bund gerade vorwerfen. Sie werfen dem Bund vor, er bevorzugt die Länder, die Schulden gemacht haben und bislang ihre Kommunen nicht unterstützt haben, und schaden damit Hessen. Sie machen in Hessen aber genau das Gleiche. Sie haben die Kommunen unterstützt, die in den vergangenen Jahren Schulden aufgehäuft haben. Die werden bei den Kassenkrediten jetzt entlastet. Diejenigen, die sauber gewirtschaftet haben, bekommen nichts.
Also das, was Sie dem Bund vorhalten, machen Sie in Hessen selbst. Und zuletzt will ich auch noch ganz kurz auf das Thema Straßenausbaubeiträge eingehen. Auch hier ist es sehr bedauerlich. Das müsste aber in der Tat sehr kurz sein. 10 Sekunden habe ich noch, dass Sie es nicht geschafft haben, hier über Ihren Schatten zu springen und die 60 Millionen € bereitzustellen. Wir haben erneut einen Antrag gestellt, auch in den Haushaltsberatungen. Schade, dass Sie es nicht vermocht haben, sich hier einen Ruck zu geben. Es hätte die Bürgerinnen und Bürger vor Ort entlastet, von zu hohen Steuern vor Ort und auch von diesen unsäglichen und häufig ungerechten Straßenausbaubeiträgen. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Müller. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Hermann Schaus. Und die Linksfraktion hat vereinbart, dass Sie sich Ihre Redezeit aufteilen. Erster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Hermann Schaus und dann die Kollegin Sönmez. Herr Schaus, Sie haben das Wort. Insgesamt stehen Ihnen zur Verfügung 9 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Meine Fraktion ist informiert, dass ich etwas überziehe. Deswegen will ich schon ankündigen. Ja. Wir haben uns den Spielraum gelassen. Wir sind da ganz flexibel und können dann auch aktuell reagieren, meine Damen und Herren, damit wir da keine Überraschung erleben. Die Kassen sind voll, und an vorderster Stelle verteilt der Innenminister nach dem Gießkannenprinzip das Geld, vor allem im eigenen Haus. Da wird befördert und eingestellt, dass die Schwarte nur so kracht. Aber nachhaltige Politik sieht anders aus, denn strukturell passiert wenig bis gar nichts. Im Gegenteil, die Kommunen, die Bürgerinnen und Bürger werden weiter geschröpft. Stichworte: starke Heimatgesetz und Straßenausbaubeiträge sind ja schon gekommen. Und dann die nicht enden wollenden Skandale im Innenministerium. Innenminister Beuth scheint völlig überfordert. Ich mache es nun kurz an einigen Zahlen des Haushalts im Bereich Innen- und Kommunales deutlich und an einigen Änderungsanträgen, die wir als LINKE einbringen werden. Seit 2018 steigen die Ausgaben des Innenministeriums jedes Jahr um gut 5 %, genauer von 2,7 Milliarden € auf nun 3 Milliarden €, also 300 Millionen € mehr. Grundsätzlich ist das nach einer langen Zeit der Einsparung und bei jetzt richtig vollen Kassen ja gut und notwendig. Auch DIE LINKE forderte jahrelang mehr Personal, bessere Bezahlung, mehr Geld für die Kommunen und höhere Investitionen. Aber genau da geht das Geld ja eben nicht hin. Und wenn, dann zumeist an die falschen Stellen. Genau dasselbe passiert gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern bei den Straßenbeiträgen. Obwohl der Innenminister, wie gesagt, fast 300 Millionen € mehr bei sich ausgibt, sind angeblich die 60 Millionen € für die Abschaffung der ungerechten Straßenbeiträge nicht drin. Als LINKE hatten wir dazu gleich zweimal einen Gesetzentwurf vorgelegt. Wir fordern nach wie vor: Schaffen Sie, wie in Bayern oder Thüringen, die unsozialen Straßenbeiträge endlich wieder ab. Schauen wir aber einmal, wo das Geld hingeht. Im eigenen Haus werden 80 neue Stellen geschaffen, von insgesamt 452 also auf dann 535 Stellen. Das ist ein Plus von fast 20 %. Und im Innenministerium lässt man es sich also gut gehen. 28 neue Stellen alleine im Bereich A14, A15, A16. Wofür, frage ich? Das ist doch Selbstbedienungspolitik, meine Damen und Herren. Die Masse, das glaubst du ja selber nicht, René, im Innenministerium. Die Masse der Beschäftigten im Bereich Inneres und Polizei hängt stattdessen zwischen A10 und A11 fest, und von Stellenzuwächsen um 20 % in einem Jahr können die anderen auch bei Schulen oder in den Veterinärämtern nur träumen. Hier fehlt das Personal hinten und vorn. Wie immer ganz vorn dabei, ist ja auch schon gerühmt worden von den Koalitionsfraktionen, ist auch der Geheimdienst, fälschlicherweise Verfassungsschutz genannt.
der auch im Mordfall Lübcke offensichtlich wieder versagt hat, Herr Bauer. Im Mordfall Lübcke offensichtlich wieder versagt hat. Waren es in 2017 noch 288 Stellen? Sie haben ja von der Steigerung von 42% in den letzten Jahren, weiß ich den Zeitraum nicht mehr, gesprochen. Immerhin haben sich damit gerühmt. Ich nehme nur mal die letzten drei Jahre. Von 288 Stellen sind es jetzt 330 Stellen. Für eine Behörde, die ihre Existenzberechtigung noch immer nicht erbracht hat, ist das für uns viel zu viel. Und noch einen weiteren Bereich will ich nennen, wo sich Geld einsparen ließe, nämlich beim Staatstrojaner bzw. der Analysesoftware Hessendata. Wir wollen keinen Staat, der auf sämtliche Daten der Bürgerinnen und Bürger heimlich zugreifen kann, der Festplatten durchsucht und heimlich Datenklau installiert. Und heimlich Datenklau installiert, Herr Bauer. Durch hoch umstrittene politische Entscheidungen, diese hoch politisch umstrittenen Entscheidungen lehnen wir weiterhin ab. All das bekommt vor dem Hintergrund der jüngsten Cyberangriffe in Hessen hohe Aktualität. Denn der Staat sollte Daten und Netzwerke schützen, statt selber Sicherheitslücken zu kaufen und sie zu nutzen. Aus diesem Grund wollen wir diese vielen Millionen, die für den Staatstrojaner, für Hessendata und die ganzen Endgeräte nun benötigt werden, streichen. Streichen. Das wäre besser dort aufgehoben, Herr Bauer, wo tatsächlich das Geld fehlt. Und dazu komme ich jetzt. Wir wollen deutlich mehr Geld, um die Cyberkriminalität zu bekämpfen. Vor allem braucht es deutlich mehr Geld für Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Ermittler, die gegen Internethass, Internetmobbing und Internetbetrug vorgehen. Dafür wäre das Geld sinnvoll angelegt. Was wir zudem brauchen, sind deutlich mehr Mittel für die Präventionsarbeit. Es ist richtig und wichtig, dass Schwarz-Grün ein eigenes Förderprogramm aufgelegt und die Mittel schnell erhöht hat. Aber wer mit den Beratern sowohl im Bereich Islamismus als auch Neonazismus spricht, der weiß, es ist immer noch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir schlagen deshalb vor, dass die jährlichen Mittel um weitere 4 Millionen € aufgestockt werden. Wir wollen im Übrigen auch, dass mehr in Sportplätze und Schwimmbäder investiert wird, denn das ist bitter nötig. Dazu soll das bestehende Swim-Sonderprogramm um 10 Millionen € aufgestockt und inhaltlich erweitert werden. Diese Gelder sollen dann von den Kommunen sowohl für Renovierung als auch für Betriebskostenzuschüsse verwendet werden können. Das Sportstättenprogramm soll zudem um 25 Millionen € erhöht werden. Alles in allem möchten wir den Kommunen mehr als 200 Millionen € zusätzlich für ihre Investitionen zur Verfügung stellen. Und lassen Sie mich das abschließend sagen. Insgesamt halten wir allerdings einen grundlegenden Politikwechsel in der Innen- und in der Kommunalpolitik für dringend geboten. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schaus. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Sönmez. Sie hatten ursprünglich angemeldet 4 Minuten. Der Kollege Schaus hat jetzt 7 Minuten und 25 Sekunden. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren und auch Herr Beuth, auch migrationspolitisch ist die Finanzplanung Ihres Ministeriums katastrophal. Sie setzen willig die Abschottungspolitik des Bundes und von Europa auch in Hessen um. Der Abschiebeknast wird beharrlich weiter ausgebaut. Aber Sie haben es im Redebeitrag vorhin gesehen und gehört. Je mehr Sie dieser menschenfeindlichen und rassistischen Partei entgegenkommen zeigen, umso mehr werden die von Ihnen verlangen. Deshalb sage ich, kommen Sie zur Besinnung und hören Sie auf damit. Wir haben von Anfang an gegen die Errichtung dieses Abschiebeknastes protestiert. Und ich sage auch heute, Menschen einzusperren, dessen einziges Vergehen es ist, nicht den richtigen Pass zu haben, das ist genau so ist es. Menschen werden eingesperrt, weil sie nicht den richtigen Pass haben und weil sie flüchten mussten. So sieht es aus. So, das ist
Das ist eine Schande, was Sie da machen. Das ist eine Schande. Und ich sage es wieder, und jedes Mal werde ich es wieder sagen. Flucht ist kein Verbrechen, meine Damen und Herren. Jeder Cent, der in diesen Abschiebeknast fließt, ist an der falschen Stelle ausgegebenes Geld. Mit diesem Geld könnte man Fluchtursachen bekämpfen, zumindest das unterstützen, oder Maßnahmen finanzieren, die den Flüchtlingen den Start für ein dauerhaftes Leben hier in Deutschland erleichtern. Doch Sie setzen weiter auf Abschottung. Auch die Ausgaben für die Abschiebung und die sogenannte freiwillige Rückkehr könnten, nein, müssten, meiner Meinung nach, müssen Sie sich das auch sparen. Der Begriff freiwillige Rückkehr ist nämlich irreführend. Denn von Freiwilligkeit kann meist kaum die Rede sein. Durch die faktische Abschaffung des Familiennachzugs für viele der Flüchtlinge und die Perspektivlosigkeit, der die Menschen hier ausgesetzt sind, werden sie mürbe gemacht. Auch diese nicht ausreisepflichtigen Flüchtlinge werden von ihren Beamten zur Ausreise überredet, wobei die sogenannten Beratungsgespräche eben nicht ergebnisoffen sind, wie Sie es immer versuchen darzustellen. Wir haben das im Innenausschuss thematisiert, und es freut mich, dass die von uns LINKEN thematisierten Probleme jetzt zumindest teilweise aufgegriffen werden und erkannt werden. Die unsägliche Rückkehrberatung für Menschen aus Syrien und den Großteil der Menschen aus Afghanistan sowie für Personen mit Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung soll laut einem Grundsatzerlass aus dem Ministerium nun nicht mehr durchgeführt werden. Ich stelle fest, links wirkt, meine Damen und Herren. Es gibt aber leider noch viele, viele Punkte, an denen warten wir heute noch und werden wahrscheinlich auch weiterhin warten auf Ihre Einsicht, und bisher vergeblich. Seit Beginn der Legislatur setzen wir uns vehement für ein Landesaufnahmeprogramm ein, und auch Schwarz-Grün hat eigentlich beschlossen, ein solches Aufnahmeprogramm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aufzulegen, sowohl im Koalitionsvertrag als auch durch einen Parlamentsbeschluss im Sommer. Nur im gesamten Haushalt findet sich hierzu nichts. Herr Beuth und auch die Mitglieder des Ministeriums, Sie müssen Beschlüsse des Parlaments schon umsetzen. Wir werden diesbezüglich einen Änderungsantrag einbringen, damit ein solches Landesaufnahmeprogramm jetzt endlich einmal ermöglicht wird. Ich hoffe dadurch sehr auf die Stimmen der Damen und Herren der Koalition, denn sie müssen ihren Worten nun auch endlich Taten folgen lassen, meine Damen und Herren. Eine letzte Anmerkung hätte ich da noch zur Finanzplanung hinsichtlich der Flüchtlinge. Sie gehen davon aus, erstaunlicherweise, dass in der Erstaufnahmeeinrichtung die durchschnittliche Verweildauer 6 Wochen beträgt und es daher immer weniger Flüchtlinge dort geben wird, und planen daher, fast ein Drittel der Ausgaben für die Erstaufnahmeeinrichtung einzusparen. Sie werden damit aber eine Bruchlandung erleiden. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, aber seit August hat sich die Zahl der Menschen in der Erstaufnahmestelle verdoppelt, auf 3.000 Menschen, und das dabei, ohne dass es eben mehr Einreisen gab. Durch die Hau-Ab-Gesetze gibt es in Hessen nun still und heimlich nämlich ein Ankerzentrum, entgegen den Versprechungen im Koalitionsvertrag. Wir werden aber auch ausdrücklich nicht beantragen, dass die Finanzierung in der Erstaufnahmestelle gesteigert wird. Stattdessen fordern wir Sie auf, die Politik ihren Fantasieprognosen anzupassen und darauf hinzuwirken, dass die durchschnittliche Verweildauer tatsächlich auf 6 Wochen gesenkt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Sönmez. Mir liegen aus den Reihen der Abgeordneten keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann darf ich jetzt Herrn Staatsminister Beuth für die Landesregierung das Wort erteilen. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich sagen, Kollege Rudolph und Kollege Schaus insbesondere, die Maßlosigkeit Ihrer Kritik ist ja eigentlich nur erklärbar durch die Maßlosigkeit offensichtlich der Verärgerung und Enttäuschung darüber, dass Sie in der Sache seriös eigentlich gar keine vernünftigen Angriffspunkte finden, meine Damen und Herren. Die Sicherheit in unserem Lande ist bestmöglich gewährleistet. Wir haben personellen Zuwachs bei der Polizei und beim Verfassungsschutz. Ja,
Herr Kollege Müller, wir haben bei der Polizei die Situation, dass wir Abbrecher haben. Aber die werden sozusagen von vornherein mitgedacht und mit eingeplant. Wir haben das Problem, dass wir Stellen zu besetzen haben bei dem Verfassungsschutz. Das ist einer der sensibelsten staatlichen Bereiche. Deswegen ist es halt eben auch sehr schwierig, dort geeignetes Personal zum einen zu finden und zum anderen dort auch zu binden in einer Zeit, in der an vielen Stellen bei den Sicherheitsbehörden im Moment sein personeller Aufwuchs stattfindet. Wir haben einen Mittelzuwachs, meine Damen und Herren, für den Bereich der Ausstattung und der Ausrüstung und insbesondere für den Bereich der Prävention. 8,5 Millionen Euro werden uns zur Verfügung stehen. Und, meine Damen und Herren, ich will die Debatte von gestern nicht wiederholen, Herr Kollege Schalauske, aber das will ich Ihnen schon noch einmal sagen. Je härter Ihre Schmähungen meiner Person sind, je härter Ihre oder je stärker Ihre Kritik, desto mehr fühle ich mich in meiner Arbeit bestätigt, meine Damen und Herren. Was ist das für eine abenteuerliche Argumentation, dass man sagt, wir haben im Moment im Bereich des Rechtsextremismus sozusagen eine besondere Herausforderung und dürfen deswegen in anderen Bereichen keine Extremismusprävention sozusagen machen, meine Damen und Herren? Was ist das für eine absurde Argumentation? Deshalb will ich hier noch einmal eindeutig für die Hessische Landesregierung klarstellen. Der Kampf gegen den Extremismus, den führen wir von links bis nach rechts. Ausländerextremismus, islamistischer Extremismus, Salafismus, links, rechts. Lieber Herr Kollege Schauske, diese Landesregierung schützt die Demokratie gegen jeden Extremismus, der sich hier bei uns zeigt. Ich weiß nicht, möglicherweise lesen Sie die Zahlen nicht so, lesen Sie die Zahlen nicht richtig, aber wenn Sie sich aus der kursorischen Lesung, wo wir Ihnen die Ausgaben im Bereich der Prävention noch einmal detailliert dargestellt haben, nicht richtig, 50% unserer Präventionsmittel, 50% gehen exklusiv in den Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Und noch einmal zusätzlich ein Viertel der Mittel über alle Extremismusphänomene, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir haben da an dieser Stelle wirklich keine Baustelle, die wir aufzuräumen hätten, meine Damen und Herren. Vielleicht ist, Herr Kollege Rudolph, Ihre Verärgerung, Ihre und Enttäuschung auch daher gerührt, dass wir im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes keinen einzigen Angriffspunkt haben, meine Damen und Herren. Wir haben höchste Förderquoten, bestes Einvernehmen mit den Organisationen der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen über unsere Unterstützung und die gemeinsamen Zukunftsinitiativen, die wir im Bereich der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes gemeinsam leisten. Das ist nämlich übrigens nicht immer nur eine Frage des Geldes, sondern auch des politischen Willens. Aber beim Geld haben wir mit unserem Garantiebetrag von 41 Millionen € sozusagen wieder einen Topwert erreicht, meine Damen und Herren. Oder vielleicht auch aus dem Sport. Der Landessportbund, der lobt am Ende auch im Vergleich zu anderen den hessischen Weg, weil die hessische Landesregierung, der hessische Sportminister die Sportorganisationen entsprechend wertschätzt und auf Augenhöhe sich darum kümmert, wie wir die Sportinfrastruktur, wie wir die einzelnen sportpolitischen Bereiche miteinander bearbeiten, ob das der Leistungs- oder der Breitensport ist, ob das der Gesundheitssport ist, das Thema Inklusion, das Thema Integration, das wir mit der Sportjugend und den Sportcoaches bei der Aufnahme von Flüchtlingen herausragend gut gelöst haben, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern. Vielleicht kommt die Enttäuschung daher, dass wir auch in der Sportpolitik Herausragendes geleistet haben, auch wieder in den letzten 12 Monaten. Und, meine Damen und Herren, ja, vielleicht kommt die Enttäuschung und Verärgerung auch daher. 2014, 2015 gebe ich Ihnen ja zu, da konnten Sie sich natürlich in der Kritik suhlen, die die Kommunen über die Erlasse des hessischen Innenministers ergossen haben. Ja, meine Damen und Herren, aber am Ende hat sich genau das alles gelohnt, was wir damals gemeinsam mit den Kommunen erreicht haben. Damals waren 30% der Kommunen noch in der Lage, ihre Haushalte auszugleichen. Heute, im Jahr 2019, sind es 97%, die ausgeglichene Haushalte haben. Und ich weiß nicht, Herr Kollege Rudolph, welche Zahlen Sie hatten. Ich nehme einmal die vom Landesrechnungshof. Und danach weisen, und danach, wenn,
Dann muss ich Ihnen sagen, dann müssten Sie vielleicht korrekt zitieren. Danach werden nämlich Überschüsse ausgewiesen im Jahr auf der kommunalen Ebene im Jahr 2016 von 406 Millionen, im Jahr 2017 von 936 Millionen und im Jahr 2018 von 895 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, das zeigt doch nur, dass die Landesregierung in diesem Bereich der Stärkung der Kommunen im Bereich der Stärkung der Kommunen genau die richtigen Programme aufgesetzt hat. Meine Damen und Herren, die kommunale Basis stimmt in diesem Lande. Die kommunale Basis stimmt in diesem Lande. Höchster kommunaler Finanzausgleich mit 6 Milliarden. Wir haben den Schutzschirm, wir haben die Hessenkasse. Und lieber Kollege Müller, wir haben nicht nur denen geholfen, die die Kassenkredite in einer enormen Größenordnung angehäuft haben, sondern wir haben auch denen geholfen, die über Verzicht in den Kommunen keine Kassenkredite hatten. Wir haben nämlich 700 Millionen Investitionsprogramm in diesem Paket mit der Hessenkasse mit dabei gehabt. Deswegen, ich finde schon, dass man hier am Rednerpult schon mal klar adressieren sollte, wie die Wirklichkeit auch ist. Und da habe ich jetzt noch nicht die kommunalen Investitionsprogramme 1, 2 und 3. Ich habe noch nicht die Unterstützung bei den Feuerwehren. Ich habe noch nicht die Unterstützung beim Sport bis hin zu unserem Schwimmbadprogramm, was wir gemacht haben mit 50 Millionen. Das ist noch gar nicht dabei, meine Damen und Herren. Nein, nein. Ich kann Ihre Verärgerung verstehen, weil Sie sehen, in der Sache gibt es keine Kritik, die Sie im Grunde genommen bei uns platzieren können. Und meine Damen und Herren, also das Thema Selbstbedienung, Herr Kollege Schaus, das müssen Sie mir noch einmal erklären. Das Thema Selbstbedienung im hessischen Innenministerium bei der Frage zusätzlicher Stellen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ein Online-Zugangsgesetz. Ja, wer soll denn das machen? Wer soll sich denn darum kümmern? Dafür brauchen wir halt nur mal Menschen, die das machen. Wir haben eine digitale Modellbehörde. Hier reden alle davon, dass wir das Land digitalisieren wollen. Dann müssen wir halt eben die operativ zuständig sind, auch mit entsprechendem Personal ausstatten, meine Damen und Herren. Das ist doch nicht kritikwürdig, sondern das ist doch genau die richtige Maßnahme, die zu treffen ist, damit wir 2022 digital in diesem Lande sind. Und beim Tarifrecht, meine Damen und Herren, der Kollege Rudolph hat es, glaube ich, angesprochen. Ja. Bei der Frage Verhandlungen mit der TDL. Ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tat, die halten die Luft an. Die halten die Luft an, ob es uns gelingt, in die TDL zurückzukehren und dabei die 500 besseren Punkte in unserem TV Hessen sozusagen zu erhalten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für die, die im Moment Mitarbeiter bei uns sind, ist das kein Problem. Aber wir haben gesagt, wir wollen auch zukünftigen Mitarbeitern nicht nur das Landesticket, nicht nur unsere Familienkomponente, sondern all die anderen Fragen auch erhalten. Und deswegen, das will ich Ihnen zusagen, ja, die Rückkehr in die TDL, das werden wir sozusagen versuchen, aber eben zu den Bedingungen, an die sich die hessischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewöhnt haben. Und das sind mindestens in der Größenordnung von 500 Einzelpunkte, wo es besser läuft in Hessen als in der TDL. Und darauf werden wir auch achten. Meine Damen und Herren, ein paar wenige Sekunden habe ich noch, Herr Präsident. Die will ich insofern noch nutzen, als dass ich Ihnen sagen möchte, wir haben höchste Aufklärungsquoten, wir haben Rückgang an Straftaten. Wir sind, was die Kriminalitätsbelastung in einem sicheren Deutschland, das drittsicherste Bundesland. Und, meine Damen und Herren, da können wir uns schon einmal bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bedanken. Aber was machen wir? Was machen wir, meine Damen und Herren? Wir sagen, das reicht uns noch nicht. Weil es hilft auch am Ende nichts, wenn wir eine Sicherheitslage in unserem Lande haben, wo die Leute objektiv eigentlich sicher sind, sondern sie müssen sich in unserem Land auch sicher fühlen. Und wir überlegen im Moment darüber, mit unserem Programm Kompass, wie wir es hinbekommen, dass wir nicht nur ein sicheres Land sind, sondern wie wir das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger auch noch so stärken, dass sie ihre Freiheitsrechte, so wie sie in der Verfassung verankert sind, auch wahrnehmen können. Daran arbeiten wir. Und daran können Sie sehen, dass wir auch bei dem, was wir erreicht haben, nicht stehen bleiben, sondern weiter für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger uns bestmöglich engagieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Damit sind wir am Ende der Aussprache über den Einzelplan 03.